Schönen guten Morgen. Heute bin ich mal wieder von zu Hause aus mit dem Fahrrad unterwegs, auf einer kleineren Radtour. Und zwar auf der Leipziger Neuseenland-Radroute. Das ist ein ungefähr 100 Kilometer langer Rundkurs im Süden von Leipzig, der an vielen dieser alten, ehemaligen Tagebaugebiete, wo jetzt eben Badeseen entstanden sind, vorbeiführt. Und ich werde heute nicht die ganzen 100 Kilometer fahren, das ist mir zu weit. Aber da ich sowieso gerade heute Morgen noch was in Borna zu erledigen hatte und Borna auch an der Route liegt, habe ich mich entschieden, bin hin mit der S-Bahn gefahren nach Borna und werde jetzt auf dem Rückweg wieder Richtung Leipzig ungefähr die knappe Hälfte dieses Rundkurses fahren. Und ja, wollte das natürlich auch gerne im Video festhalten. Genau. Die großen Highlights heute auf der Etappe werden der Störmtaler und der Markkleeberger See sein. Da bin ich auf jeden Fall auch schon Fahrrad gefahren, aber ich glaube, da habe ich auch nicht gefilmt. Also sozusagen hier auf dem Kanal auch was Neues zu sehen. Und ja, ansonsten, das Wetter heute ist bedeckt und relativ kühl, dafür, dass wir ja bisher immer über 30 Grad hatten, fast durchgängig wochenlang. Aber bis jetzt ganz angenehm eigentlich zum Fahrradfahren. Die Strecke hier ist einhändig gar nicht so einfach zu fahren. Ich glaube, ich brauche jetzt doch mal beide Hände am Lenker. Das ist ganz schön holprig und kurvig hier. Gerade bin ich durch das kleine Dörfchen Haubitz gefahren und hier kommen wir jetzt auch direkt an den ersten See auf unserer Tour heute, an den Haubitzer See. Falls ich es am Anfang nicht eingeblendet habe, kann ich es auch hier auf der Karte zeigen. Hier sieht man den ganzen Rundkurs. Markkleeberg, Leipzig liegt also hier oben ungefähr. Und ich bin heute in Borna gestartet und fahre den Teil bis Markkleeberg, also naja, vielleicht eher ein Drittel der Route als die Hälfte. Wird dann sicher mal noch ein Video geben, wenn ich hier den anderen Teil fahre. Genau, und hier sieht man einmal den größeren Kartenausschnitt. In Borna sind wir losgefahren, sind jetzt gerade hier am Haubitzer See. Geht hier dann noch am Hainer See ein Stück lang und dann über Espenhain oben weiter zu den anderen beiden Seen, die ich schon erwähnt habe. Ja, wie an vielen der neu geschaffenen Seen hier im Leipziger Neuseenland gibt es auch hier rundherum einen schön asphaltierten Radweg. Kann man super Fahrrad fahren. Also laut GPS soll ich hier weiterfahren, aber hier ist jetzt die Baustelle der neuen A72 im Weg. Muss ich mal schauen, dass ich hier eine andere Route finde. Na, dieser etwas holprige Weg hier müsste eigentlich dann bald wieder mit der Route zusammenführen. Ich hoffe, das stimmt. Eine schöne Aussicht hat man von hier in jedem Fall. Das da unten sieht doch eigentlich sehr vielversprechend aus, dieser Asphaltweg. Und so wie es aussieht, habe ich hier auch irgendwie eine Möglichkeit, da runterzukommen. So passt das doch. Weiter geht's hier auf einem wieder sehr schön asphaltierten Radweg. Oh, ja, mittlerweile bin ich schon am Hainer See bei Rötha. Der ist mit dem Haubitzer See auch verbunden, also die hängen quasi zusammen.
So, den Hainauer See lasse ich hinter mir. Und dafür kommen wir jetzt gleich nach Espenhain, in so eine kleine Stadt. Gerade gab es noch mal eine kleine Abweichung von der ursprünglichen Routenführung, so wie ich sie gefunden habe. Wieder wegen der Autobahnbaustelle. Aber ich bin über eine ganz, ganz neue Autobahn, also dann mal über die autobahnführende Brücke gefahren. Noch so eine Baustelle gewesen, sodass das jetzt kein Problem war. Und jetzt bin ich auch hier in Espenhain gelandet. Ja, der Straßenverkehr in Espenhain liegt erstmal wieder hinter mir. Weiter geht es jetzt hier über so einen landwirtschaftlichen Weg. Schön asphaltiert zwischen den Feldern. Das fährt sich ganz gut. Ja, wie man sieht, die Sonne kommt schön raus. Also wird doch noch scheinbar ein ganz schöner Tag. Ich bin jetzt hier in Petschau und stehe hier am sogenannten Mahlberg. Das ist ein Bodendenkmal, ein Zeugnis, wie steht es hier, einer alten slawischen Besiedlungsform. Also das ist so ein alter Ringwall von 40 Metern Durchmesser hier und darin hat man auch Keramikreste aus dem 10. und 11. Jahrhundert gefunden. Ja, heute ist aber nicht viel mehr zu sehen als eine ringförmige Grube halt. Kleine Dorf. Hier sind wir jetzt in Dreiskau-Muckern. Ja, und jetzt kommen wir auch gleich an den Stürmtaler See. Das ist jetzt nicht mehr weit. Hier fahre ich jetzt übrigens auch mehr oder weniger über das Festivalgelände vom Highfield Festival, was ja vor 2 Wochen war. Falls das jemand ein Begriff ist. Aber davon ist hier eigentlich schon nichts mehr zu sehen. Die Aufräumarbeiten waren wohl sehr gründlich. Ja, und hier drüben entstehen jede Menge Wassergrundstücke für wohlhabende Leipziger. Ja, und auch hier am Stürmtaler See ein sehr schöner asphaltierter Fahrradrundweg, dem ich jetzt ein Stück folgen werde. Fährt sich wieder sehr schön hier. An diesem Rastplatz hier gerade habe ich vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr wie lange es her ist, bestimmt 3 Jahre, mit dem Basti und dem Hans und der Schwester vom Basti auf einer Radtour mal Pause gemacht. Also, ja, weiß auch gar nicht mehr genau, wie wir gefahren sind. So ähnlich wie heute, auf jeden Fall auch über Espenhain und Borna, aber dann noch eine größere Runde. War auch ganz schön damals. Hier sieht man jetzt auch ganz gut diese schwimmende kleine Inselkirche sozusagen, die hier auf dem Stürmtaler See sich befindet. Vineta nennt sich das. Das ist, wenn ich da jetzt richtig informiert bin, quasi im Gedenken an die ehemaligen Ortschaften und Kirchen, die hier für den Tagebau damals verschwunden sind. Genau.
und an dem Rastplatz, der jetzt hinter mir zu sehen ist, da habe ich vor einigen Jahren zum ersten Mal mein Trangia ausprobiert. Da haben wir hier Bratwürste drin gebraten in der Pfanne. Mit Sabine und Hans. Ah, da habe ich auch noch keine YouTube-Videos gemacht. Naja, heute fahre ich aber dran vorbei. Ich habe gerade an dem Aussichtspunkt vor uns mal kurz Pause gemacht. Hab da noch die Sonnencreme ausgepackt. Hätte nicht gedacht, dass ich sie heute noch brauche. Aber jetzt ist es ja doch recht sonnig. Ja, und als letzter See für heute hier jetzt noch der Markleberger See. So, hier bin ich jetzt wieder an der Pleiße, am Pleiße Radweg angekommen in Markleberg. Die Neuseeland-Radroute geht jetzt geradeaus weiter und macht dann irgendwann wieder einen Schwenk nach Süden. Ich bin jetzt aber hier somit am nördlichsten Punkt eben und werde jetzt deshalb hier auch die Route verlassen und auf den Pleiße Radweg zurück nach Leipzig fahren. Ja, und die Route über den Pleiße Radweg habe ich ja schon oft gezeigt. Hier gehen ja viele meiner Touren los oder enden. Deshalb werde ich jetzt hier auch mal das Video beenden. Ich hoffe, auch wenn es jetzt nur wieder etwa 30 Kilometer waren, war es mal ein ganz interessanter Einblick in den Leipziger Süden, der ja doch durchaus reizvoll zum Fahrradfahren ist. Und ja, freue mich, wenn es jemand gefallen hat und jemand bis zum Schluss zugeschaut hat. Es gibt bestimmt irgendwann dieses Jahr noch den zweiten Teil. Ich weiß auch noch nicht, wann ich dazu komme. Dann, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!